Hey Twink, die Wachen haben uns schon wieder aus den Augen gelassen. Lass uns von hier verschwinden. Vielleicht finden wir etwas, womit wir Mario unterstützen können. Glaubst du, dass es noch sicher ist, den Heimring zu benutzen? Glaubst du nicht auch, dass Bowser schon dahin gekommen ist? Das geht schon in Ordnung. Bowser hat gar nichts bemerkt. Er sieht zwar furchteinflößend aus, aber in Wirklichkeit ist er nur ein großer Hohlschädel. Und jetzt lass uns verschwinden. Jawohl, und Leute, damit geht's weiter bei Paper Mario. Im letzten Part haben wir wieder einen der hohen Sterne befreit. Wir hatten auch mal wieder technische Schwierigkeiten, wie immer in letzter Zeit. Ich weiß nicht, wie ich das beheben kann, ehrlich gesagt. Es stresst mich langsam, aber sicher. Aber ich kann es jetzt im Moment leider nicht ändern. Ich hoffe, ich kann das wenigstens halbwegs erträglich für euch gestalten. Tagebuch liegt keines da. Gut, Peach. Dann werden wir uns wieder ein bisschen herumschleichen. Hier rein. Da waren wir zwar schon mal. Aber ich möchte trotzdem hier entlang gehen. Ah, hier geht's. Ach so. Die Wachen sind so bescheuert, ey. Gleich werden sie mich sehen und muss ich sagen, oh mein Gott, bin ich bescheuert. Okay, und hier muss ich jetzt wieder aufpassen. Da kommt gleich einer. Ja, da ist er. Verschwinde. Njum. Ja, nee. Nichts riskieren. Nichts riskieren. Ob das reicht? Es hat gereicht. War ein bisschen knapp. Ich bin gespannt, ob ich jetzt hier für nichts entlang gehe. Wenn ich wirklich für nichts hier entlang gehe, dann hätten sie sich das Ganze auch hier sparen können, finde ich. Ich meine, dann hätten sie auch die Tür verschließen können oder so. Naja. Haben sie aber nicht gemacht. Sei es drum. Sei es drum. Wo ist der Typ? Genau, wenn ich jetzt nach vorne komme, kommt er auch hervor, oder? Deswegen warten wir. Gehen jetzt auch hier hinten lang. Ganz vorsichtig. Und weg. So, neum. Und wir sind gleich wieder draußen. Gut, diese Tür können wir scheinbar abhaken. Sorry dafür. Das war jetzt ziemlich ungut. Weg! Abgeschlossen. Ich kann nicht rausgehen. Shit. Lass mich alle in Ruhe. Okay, da vorne steht auch noch einer. Da kann ich auch nicht durchgehen. Wer bist du? Wer ist denn da? Der Gourmet-Guy! Ich bin Prinzessin Peach! Und wer magst du sein? Oh, du bist Prinzessin Peach. Aus irgendeinem Grund nennen mich alle Gourmet-Guy. Ich sollte besser König Bowser informieren. Es ist dir nicht erlaubt, dein Zimmer zu verlassen. Aber ich bin wirklich hungrig. Wenn du mir etwas Leckeres zu essen besorgst, dann werde ich dich nicht verraten. Nun, Prinzessin Peach, was sagst du dazu? Wirst du für mich etwas kochen? Ich würde gerne das für dich kochen, Herr Gourmet-Guy. Aber ich habe weder Zutaten noch Geschirr. Ach, das ist doch kein Problem. Ein Stockwerk tiefer befindet sich die Küche. Du kannst dort kochen. Hier, das wirst du brauchen. Dieser Schlüssel öffnet die Tür, die nach unten führt. Jetzt kannst du in die Küche gehen. Okay. Ich bleib hier sitzen und erwarte ein leckeres Essen, ja? Oh ja, nicht vergaß. Da draußen laufen jede Menge Wachen herum. Sei also vorsichtig. Danke für gar nichts, ey. Was ist das für eine Kristallkugel hier? Keine Ahnung. Nach unten. Wie soll ich da nach unten kommen, bitte? Ah, hier ist wieder diese tolle Truhe. Ich lege den einfach da rein, oder? Ich weiß immer noch nicht, was mir das bringt. Wo kann ich... Oder muss ich wirklich zuerst rausgehen? Oh, verpiss dich. Muss ich wirklich zuerst rausgehen? Das ist das einzige Schloss, das ich sehe. Schnell, mach auf! Yes! Schnell, mach auf! Okay, und jetzt?
vorsichtig sein. Überall wachen. Wo soll ich zuerst hingehen? Nein, nein, nein. Da, du bist so doof. Erstmal hier entlang. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Tatsache! Ich kenne das Spiel in- und auswendig. So, das ist die Küche. Nun, was sollen wir als erstes tun? Prinzessin Peach! Das hier scheint ein gutes Kochbuch zu sein. Lass uns etwas draus kochen. Der kleine, starke Stern hebt das Kochbuch einfach an. Wie sieht es aus, Twink? Irgendetwas besonders Leckeres? Eine Sekunde. Oh, wie wär's denn damit? Spezial-Erdbeerkuchen. Klingt gut. Den versuchen wir. Okay, Twink. Lies mal das Rezept vor. Gut. Okay, pass auf. Zuerst vermenge Zucker und Eier in einer Schüssel. Fang an, Prinzessin. Sag mir dann, wenn du fertig bist, und wir gehen zum nächsten Schritt. Okay, wir brauchen Eier, Salz, Zucker, Mehl, Zucker. Und den jetzt da reinmachen, oder wie? Oder da rein? Nee, das sieht mir eher nach der Backform aus, oder so. Oh, hier gibt's so viel Zeugs! Ich weiß zwar nicht genau, was das hier alles soll, aber okay. Zucker und Eier. Und da reingehen. So. Jetzt? Wie kann ich es vermengen? Butter, Reiniger... Was? Reiniger? Zum Reinigen von Besteck und Geschirr. Butter, Sahne, Erdbeeren, Milch. Da. Ja, ich sag mal, ich bin soweit. Fertig? Ja. Okay, kommen wir nun zum nächsten Schritt. Nun, vermische und schlage die Zutaten in der Schüssel. Wie mache ich das? Mit der Hand. Bist du bereit? Wenn ich Start sage, musst du A für 10 Sekunden so schnell wie möglich drücken, um den Teig zu schlagen. Kann es losgehen? Start! Yeah! Yeah! 10 Sekunden sind ganz schön lange. Peach kriegt einen richtigen Tennisarm. Ich auch. War das gut? Das war's. Gut gemacht. Hat alles funktioniert, Prinzessin? Weiß ich doch nicht. Denke schon. Okay, machen wir so weiter. Nun, gib Mehl und Butter in die Schüssel. Fang ruhig an. Okay, okay. Mehl. Ah, wir kochen. Ist es nicht schön? Was und Butter, ne? Sahne, das Butter. Die Kochshow mit Prinzessin Peach. So, Twink, ich bin fertig. Fertig? Ja. Okay, nachdem nun alle Zutaten gut vermischt sind, schütte den Teig in die Form. Auch das sollte ich hinkriegen. Was? Ich hätte es von alleine nochmal gerührt. Rein damit. Und weiter geht's. Nun, packe den Teig für 30 Sekunden im Ofen. Okay, geh rüber zum Ofen. Für 30 Sekunden? Willst du mich verarschen? Drücke A, um den Kuchen in den Ofen zu stellen. Drücke nochmal A, wenn du glaubst, dass die 30 Sekunden um sind. Ja, nee, ist klar. Dieser Teil kann nicht wiederholt werden, also gib besonders gut Acht. Okay, bitte stell ihn in den Ofen. Okay, ich drücke jetzt einmal A. Okay. 5. Ich versuche mich gerade zu konzentrieren, Leute. 11, 12, 13, 14. Leute, ich konzentriere mich. Ich konzentriere mich. Wir sind gleich soweit. Ich sage einfach mal 3, 2, 1. Jetzt! Ich hoffe, das war gut. Fertig? Ich hoffe. Okay, stell den Kuchen auf den Tisch, damit er abkühlen kann. Ich hätte eigentlich auch irgendwo auf eine Uhr blicken können, wenn ich eine da gehabt hätte. Naja, ich hoffe, das war gut.
Jetzt kommen wir zum letzten Teil. Wir müssen ihn noch mit Sahne und Erdbeeren dekorieren. Sag mir, wenn du fertig bist. Okay, logischerweise zuerst die Sahne und erst dann die Erdbeeren. Ansonsten wird das nicht wirklich hübsch werden. Wow, ich fühle mich wie ein richtiger Konditor. Nicht, dass ich imstande wäre, auch nur halbwegs so etwas zustande zu bringen im realen Leben. Ernsthaft. So, sind wir fertig? Fertig? Ja. Ja, wir haben es geschafft. Es sieht großartig aus. Okay, bringen wir zum Gourmet-Guy. Ich möchte mich aber noch weiter ein bisschen umsehen, wenn das möglich wäre. Was, wenn die mich jetzt erwischen? Ah, nee, ich muss nicht mehr da durchgehen. Finde ich gut. Na, da bist du ja. Was, wenn ich jetzt irgendwas verkackt habe? Oh, ich muss so lange warten. Ich bin schon ganz abgemagert. Ja, so siehst du aus. Danke! In einem Haps. Oh. 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 Köstlich! Ich glaube, das war gut. Und er dreht wieder ab. Das ist viel zu köstlich! Der hier abgeht. Ja, puh, das war wirklich gut. So etwas Gutes habe ich seit, nun, noch nie gegessen. Um dir meine Dankbarkeit zu beweisen, verrate ich dir ein Geheimnis. Einer der Sterne ist im Lava-Lava-Berg auf Lava-Lava-Island. Diese Insel liegt weit im Süden. Du solltest Mario das wissen lassen. Aber sag ihm auch, dass der Stern von einer fiesen Lava-Piranha, was? Lava-Piranha bewacht wird. Er soll gut aufpassen. Ich habe nichts gegen Mario, deswegen sage ich dir das. Okay, danke. Aber ich wollte mich eigentlich noch weiter umsehen. Twink, hast du das gehört? Der Lava-Lava-Berg, Lava-Lava-Island. Der Stern ist im Inneren des Vulkans. Mario könnte diese Information wirklich gut gebrauchen. Ja, das könnte er. Twink, es tut mir leid, dass ich dich darum bitten muss. Aber würdest du Mario informieren? Natürlich werde ich das tun. Ich bin schon weg. Pass auf dich auf, Twink. Ich werde bald zurück sein, Prinzessin Peach. Was soll das Geschrei? Ruhe da drin! Oh nein, Cammy Cooper. Ich darf mich immer noch nicht weiter umsehen, verdammt! Ah, ihr wart es also, Prinzessin! Ihr solltet leiser sein! Ihr seid eine Gefangene und als solche müsst ihr... Was habt ihr überhaupt zu suchen, ne? Wachen! Schnappt die Prinzessin! Nein! Okay, immer noch nichts mit Schloss untersuchen. Aber wir kommen jetzt auf jeden Fall schon mal weiter. Das ist gut. So, inzwischen bei Mario. Hahaha, frische Luft. Nachdem ich so lange unter Verschluss gehalten wurde, könnte ich wirklich ein paar Runden Jogging gebrauchen. Ja, ja. Mein Name ist Muscula. Mario, vielen Dank, dass du mich gerettet hast. Jetzt bin ich an der Reihe, dir zu helfen. Pass gut auf. Machst du da? Marios Sternenkraft erhöht sich auf 4. Mario erlernt die Sternenkraft Ruhigsteller. Ruhigsteller schwächt die Angriffskräfte aller Gegner. Oh, super. Ruf mich, wann immer du in Schwierigkeiten steckst. Ich werde herbeieilen, um dir im Kampf beizustehen. Und jetzt kehre ich zurück in meinen guten alten Sternenhafen. Wer sagt das jetzt? Mario! Twink! Mario! Mario, ich habe Neuigkeiten! Neuigkeiten aus dem Palast! Gebe dir Stern! Hi! Ich glaube, du bist Twink, oder? Du bist doch der Kleine, der vor kurzem aus dem Sterntal in den Sternhafen aufgestiegen ist. Was? Ihr erinnert euch an meinen Namen? Aber natürlich! Wir sind wie eine Familie! Ich bin zutiefst bewegt! Mach nicht so einen Wind drum, Junge. Ich bin mir sicher, du wirst noch große Taten vollbringen. Ich muss nun gehen. Auf Wiedersehen, Twink. Mario? Jo, tschüss, blauer Stern. Wir sehen uns. Wow, ich habe mit Muscula, dem ehrwürdigen Stern, gesprochen. Nicht mal im Sternenhafen habe ich dazu auf Gelegenheit. Ich zittere vor Ehrfurcht. Ups, es tut mir leid. Ich bringe wichtige Neuigkeiten aus dem Palast. Was denn? Laut Informationen, die Prinzessin Peach und ich erlangt haben, scheint es, als würde einer der Sterne im Lava-Lava-Berg auf Lava-Lava-Island gefangen gehalten.
Du wirst nicht glauben, was die Prinzessin durchgemacht hat, um diese Information zu erhalten. Twink, wenn ich nicht genau wüsste, was sie gemacht hätte, würde ich mir ein bisschen Sorgen machen. Aber sie hat nur einen Kuchen gebacken, also stell dich nicht so an. Ich hoffe, das wird dir helfen. Wird es. Ich muss jetzt zur Prinzessin zurück. Mario, wie immer, viel Glück. Die Prinzessin und ich werden auch heute in Augen und Ohren für dich offen halten. Danke, Twink. Macht's gut. Wuhu! Leucht, leucht, leucht. Seht euch, meine Freunde, die gute, Watt an. Ja, ich glaube... Ja, wir sind geheilt. Das ist gut. Dann in Worten, wir werden jetzt mal speichern gehen, bevor wir uns... Nee, werden wir noch nicht. Werden wir noch nicht. Es war jetzt recht viel Gelaber in diesem Part und ein bisschen Backe-Backe-Kuchen. Deswegen kaufen wir uns erstmal noch ein weiteres Schweinchen. Plopp. Und wir kriegen... Was für ein Schweinchen? Ups. Ein lila Schweinchen mit Fragezeichen, nehme ich an. So eins haben wir bereits. Wie viele haben wir denn jetzt? Sag mal an, Toad. Hallo? Hallo? Was? Steht da nicht, wie viele ich schon habe? Nee, steht scheinbar nicht. Egal. Wir werden uns eventuell noch einen Orden kaufen gehen. Ja, ja. Ich sehe nichts. Wie gesagt, irgendwann werde ich den ganzen Scheiß hier noch suchen, aber nicht jetzt. Nicht jetzt, das Kapitel ist jetzt richtig zu Ende, könnte man sagen. Und deswegen... Ja, passt es schon. Was habt ihr für mich? Vermeider unter 50. Erhöht KP. Oh, wäre auch schick. Der getroffene Gegner wird in seinen Hintermann geschubst. Das wäre auch geil. Aber ich glaube, ich nehme den Vermeider. Ah, wusste ich doch. Bla, 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 bla. 2 BP kostet das. Dann nehme ich mal den... Ich habe halt so wenig, dass ich tragen kann. Ich habe halt echt zu wenig. Nehmen wir mal wieder den Anti-V-Hieb. Nehmen wir den mal raus. Und nehmen den neuen Orden mit. Vermeider. Macht es dir leichter. Was auch immer das heißen mag. Gut, Leute. Aber ich glaube, das reicht. Das war's für heute. Mit Paper Mario. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss.